Hier in diesem Experiment geht es darum zu bestimmen, wie die Kugel eine schiefe Ebene herabrollen. Und die Frage ist, wie ist der Zeitverlauf und wie hängt das Ganze ab von der Steigung der Ebene? Zur Bestimmung der Position kann eine Tracker-Software verwendet werden. Hier ist das Ergebnis aufgetragen für eine Steigung von 1%, der Weg als Funktion der Zeit. Unklar ist bei dieser Auftragung allerdings, welche Funktion diesen Sachverhalt beschreibt. Um das genauer zu analysieren, kann der Weg als Funktion des Quadrates der Zeit aufgetragen werden. Dann ergibt sich ein linearer Zusammenhang. Das heißt, der Weg ist proportional zum Quadrat der Zeit. Weiter kann die Frage gestellt werden, welchen Einfluss die Steigung hat hier von 3 bzw. 5 cm Steigung auf 1 Meter. Es ist zu erkennen, dass bei einer höheren Steigung die Kugel natürlich schneller rollt, schneller ankommt. Die Daten für die einzelnen Steigungen sind hier aufgetragen, wieder Weg als Funktion der Zeit. Für jede der Steigungen ergibt sich eine andere Kurve. Wie zuvor kann der Zusammenhang zwischen Weg und Zeit genauer analysiert werden, wenn man den Weg gegen das Quadrat der Zeiten aufträgt. Dann ergibt sich jeweils eine Gerade für jede Steigung. Um dies noch genauer darzustellen, kann der Weg nicht nur als Funktion der Quadrate der Zeiten aufgetragen werden, sondern noch geteilt werden durch die jeweilige Steigung. Dann ergeben sich Funktionen, die fast deckungsgleich sind. Daraus kann gefolgert werden, dass der Weg zum einen proportional zum Quadrat der Zeiten ist. Zum anderen ist der Weg aber auch proportional zu der Steigung. Aus der Mechanik ist bekannt, dass bei konstanter Beschleunigung a der Weg beschrieben wird durch 1/2 mal a mal Zeit t zum Quadrat. Hier kann direkt gefolgert werden, die Kugel hat beim Herabrollen eine konstante Beschleunigung, die abhängig ist von der Steigung. Alles Weitere dazu in den Kapiteln zur Mechanik.